Ein Wanderer, der durch die Wüste trabt, spürt die brennende Sonne wie nie zuvor. Schon von Weitem kannst du ihn funkeln sehen. Sein gesamter Oberkörper ist mit Alufolie bedeckt. Sie reflektiert das Sonnenlicht und schützt ihn vor einem Hitzeschlag. Der Boden ist so heiß, dass Schuhsohlen ganz einfach zerfließen würden. Und genau deshalb sind seine Schuhe hier mit hitzeresistentem Material aufgewertet. Ein wolkenloser Himmel, karges Land und sengende Hitze. Doch der Wanderer ist gar nicht in der Wüste. Er läuft auf dem Boden des Ozeans. Er weiß nicht, wie das passieren konnte, aber alle Meere auf der Erde sind ausgetrocknet. Das alles ist auf einen Schlag passiert und selbst die klügsten Köpfe können sich es nicht erklären. Doch für den Wanderer zählt nur eines. Als die Katastrophe begann, war seine Familie auf der anderen Seite des großen Teichs. Seit einigen Monaten wandert er jetzt schon durch leblose Steppen. Und er macht weiter, bis er seine Familie findet. Die Landschaft um ihn herum ist verblüffend. Die Menschheit konnte endlich die Geheimnisse der Tiefen lüften. Das Meerbett besteht aus riesigen Bergzügen und Vulkanen. Als das Wasser verschwand, sind sie in den ewigen Schlummer getreten. Außerdem gibt es da noch gigantische Gräben, die in die noch unerforschten Tiefen des Planeten führen. Die Menschen mussten Brücken bauen, um über diese Erdrisse zu kommen. Doch der Großteil des Meeresbodens gleicht einer einzigen Prärie. Endlos, seelenlos, gnadenlos. Der Wanderer läuft nun durch eine gewaltige Schlucht. Einst gab es hier blühendes Meeresleben. Der Mann setzt sich eine Gasmaske auf, allerdings nicht wegen der Sandstürme. Viele Fische und andere Seetiere lebten in solchen Schluchten und alles, was jetzt noch übrig ist, ist der Gestank. Der Wanderer zieht an riesigen Walskeletten vorbei. Daneben kann er einige schmutzige Zelte entdecken. Die Leute verstecken sich dort vor der Hitze. Kein Wunder, die Temperaturen hier sind viel höher als in der Sahara. Eine der Hauptfunktionen des Meeres war es, die Wärmeverhältnisse auf der Erde zu regulieren. Die Sonne sendet Hitze und Strahlung aus. Der Ozean konnte diese Energie absorbieren. Viele Meeresströme waren warm und diese Wärme wurde in alle Gewässer der Welt geleitet. Am Äquator wurde das Wasser aufgewärmt, bevor es verdampfte und Wolken entstanden. Als die warme Luft aufstieg, zog sie auch kalte Luft mit sich. So konnte die Energie gleichmäßig verteilt werden. Einfach gesagt, der Ozean hat warme Orte abgekühlt und wärmte kalte Orte auf. Und jetzt nichts dergleichen. Tag für Tag verbrennt die Sonne den Äquator und trocknet den Rest des Planeten aus. Der Wanderer hält sich von den Zelten fern. Denn er hat den wertvollsten Schatz der Welt bei sich und darf nicht bemerkt werden. Schließlich versuchen alle nur noch irgendwie zu überleben. Und da vergisst man auch mal schnell, dass es so etwas wie Moral gab. Doch zum Glück weiß der Wanderer noch, was Moral bedeutet. Die Gedanken an seine Familie helfen ihm, ein guter Mensch zu bleiben. Doch manchmal fällt ihm das schwer. Wie jetzt zum Beispiel. In der Ferne erkennt er ein junges Mädchen. Ihm geht es nicht gut. Niemand ist in der Nähe und der Wanderer entscheidet, sich zu helfen. Aus seinem Rucksack zieht er etwas heraus, das wertvoller ist als alles Gold der Welt. Eine Flasche Wasser. Das Mädchen nimmt ein paar Schlücke daraus. Doch anstelle sich beim Mann zu bedanken, schreit es los. Die Komplizen des Mädchens tauchen von allen Seiten auf. Plünderer. Und sie lassen nichts unberührt. Der Wanderer rennt davon. Seit Tagen schon hat er nichts mehr gegessen und seine Kraft lässt nach. Lange hält er das nicht mehr aus. Die Wüstenräuber holen auf. Dann schmeißt der Wanderer die Flasche zur Seite und die Verfolger stürzen sich wie Raben darauf. Sie vergessen den Mann einfach und kämpfen um das Wasser. Nun haben sich die Überlebenschancen des Wanderers drastisch verkleinert. Diese Wasserflasche hätte ihm noch ein paar Tage gegeben. Außerdem hat er durch die Flucht eine Menge Wasser verloren. Anfangs gab es keine Panik wegen der fehlenden Wasserreserven. Klar, das Meer trocknete aus, doch es war eh Salzwasser. Die Menschen hatten noch Teiche, Seen und Flüsse. Doch das Problem war, dass die Ozeane diese Gewässer speisten. Als das Meerwasser verdampfte, bildeten sich Wolken. Diese Wolken zogen um die ganze Erde und spendeten den Seen und Flüssen ausreichend Regen. Doch nun gibt es kaum mehr Wolken. Die Sonne hat die Erde deutlich aufgeheizt. Und so verschwanden allmählich auch Seen und Flüsse. Und dann begann das Chaos. Die Sonne geht am Horizont unter. Bald dämmert es. Dann ist es nicht mehr so heiß. Der erschöpfte Wanderer zieht weiter. Plötzlich bemerkt er etwas in der Ferne und hält an. Er holt seine Schaufel raus und fängt an, schnell zu graben. Nirgends gibt es einen Unterschlupf. Überall nur Flachland. Der Mann beeilt sich, sonst könnte es zu spät sein.
Die Grube ist endlich fertig. Er springt hinunter und zieht seinen Umhang über den Kopf. Nur ein paar Sekunden später zieht ein starker Aschesturm durch die gesamte Ebene. Die kleinsten Partikel können durch die Kleidung dringen und in die Lunge gelangen. Und der Wind ist so stark, dass er jeden umhauen könnte. Als die Ozeane austrockneten, war die Erde der Hitze schutzlos ausgesetzt. Das führte zu massiven Waldbränden. Die Flammen zerstörten fast alle Bäume. Dadurch bildeten sich riesige Wolken aus Kohlenstoff und Asche. Durch den Wind zogen sie um die ganze Erde und vergifteten alles. Nun sitzt der Wanderer in seiner Grube und wartet den schrecklichen Sturm ab, der über seinen Kopf zieht. Er denkt an seine Familie und fällt langsam in den Schlaf. Er wacht auf, weil er friert. Die kalte Luft zieht bis in seine Knochen. Es ist also Nacht. Der Wanderer klettert aus der Grube und kann den klaren Sternenhimmel erkennen. Als das Wasser verschwand, verschwanden auch so gut wie alle Wolken. Fabriken stellten die Arbeit ein. Es gab keine Autos mehr, also auch keine Abgase. So konnte man Kometen und sogar die weitesten Sterne am Himmel sehen. Der Wanderer hat das alles schon oft gesehen, aber er kriegt immer noch nicht genug von diesem atemberaubenden Anblick. Als würde er durch ein Teleskop schauen können. Doch der eisige Wind zerrt ihn wieder zurück in die Realität. Wenn er keinen wärmeren Ort findet, wird er diese Nacht nicht überleben. Zuvor waren die Nächte noch wärmer, da es die Wärmeenergie der Meere gab. Sobald die Sonne jetzt untergeht, fallen die Temperaturen gnadenlos. Der Mann muss sich bewegen, um warm zu bleiben. Er geht schneller. Schon bald erkennt er Lichter in der Ferne. Wahrscheinlich wieder Plünderer. Der Wanderer dringt tiefer ins Tal ein. Die Sterne und der Mond leuchten ihm den Weg. Doch zu seinem Unglück verlässt ihn die Kraft. Er zieht einen Proteinriegel aus seinem Rucksack, doch er braucht zumindest ein bisschen Wasser, um ihn runterzukriegen. Der Körper braucht Flüssigkeit zum Verdauen. Wenn er den Riegel einfach so essen würde, wäre er danach noch durstiger. Er kann sich nicht mehr halten und stürzt nach hinten. Mit letzter Kraft durchsucht er seine Taschen und findet einen Grillanzünder. Mit einem Streichholz kann er ihn anzünden. Eine kleine Flamme schützt den Mann vor der Kälte. Um sich von seinem Durst abzulenken, holt der Wanderer einen alten MP3-Player raus. Mit Hilfe der Solarpaneele auf seinem Rucksack konnte er ihn tagsüber aufladen. Er setzt sich die Kopfhörer auf. Die klassische Musik beruhigt ihn sehr. Neben dem Feuer legt er sich schlafen. Für morgen muss er neue Kraft schöpfen. Es ist morgen. In einer Stunde wird es wieder sengende Hitze geben. Der Wanderer muss Wasser finden, solange ihm noch Zeit bleibt. Er durchsucht die Gegend und bemerkt einen Fleck, an dem der Boden dunkler ist. Früher arbeitete der Wanderer als Landvermesser. Er geht ein paar Schritte und tastet den Boden ab. Fühlt sich kühl an. Hier muss es eine unterirdische Wasserquelle geben. Er beginnt zu graben. Der Boden wird feucht. Wasser dringt durch den Sand. Der Wanderer ist erleichtert und füllt seine Flaschen auf. Er schöpft wieder Hoffnung. Doch mit jedem Tag wird es schwerer, noch atmen zu können. Vor diesem Chaos produzierten Phytoplankton und Algen bis zu 70% des Sauerstoffs auf dem Planeten. Doch jetzt nicht mehr. Einige Tage vergehen. Wieder gehen dem Wanderer Wasser und Nahrung aus. Doch er hat Glück. Er durchläuft einen Friedhof aus gesunkenen Schiffen, Flugzeugträgern, Reisedampfern und sogar Piratenbooten. Dann sieht er eine große Klippe in der Ferne. Dort oben befindet sich das, was man früher noch Küste nannte. Der Meeresboden findet hier sein Ende. Die Gedanken an die Zusammenkunft mit seiner Familie geben dem Mann nur noch mehr Kraft. Er erreicht den Gipfel und steht nun inmitten einer Stadtruine. Sie ist leer. Wo sind alle Menschen hin? Wo ist meine Familie? Fragt sich der Wanderer. Er trabt durch die verlassenen Straßen und trifft auf einen alten Mann. Er sagt, dass so gut wie alle Menschen die Stadt verließen, um zur Antarktis zu ziehen. Nun hat der Wanderer also ein neues Ziel. Er macht sich auf die Reise zum eisigen Festland, komme was wolle. Er wird seine Familie finden.